So, Ton läuft. Guten Abend und hallo. Zurück zum Knobelsommer. Hallo Vanessa. Endlich haben wir die drei vorne, möchte ich mal sagen. Hat auch lange genug gedauert mit Hex Cells. Ich mache mal hier noch ein bisschen leiser. Ich habe entspannende Musik im Hintergrund. So ruhig. Wo ruhig? Bei mir ruhig oder im Chat ruhig? Ich bin zumindest der Meinung, dass ich jetzt den Ton anhabe. Okay, es war auf mich bezogen. Nein, nein, ich bin doch Profi. Ich habe das doch im Griff, nicht wahr? Nein, es geht endlich mal mit was anderem weiter. Hab mich echt lange genug an Hex Cells rumgeplagt. Und heute heißt's Nabuki? Kann man schon sehen. Und das Ding ziehe ich hier in einem Stream durch. Das ist auch keine große Kunst, muss ich sagen. Ehrlich gesagt hatte ich auch gemutet, aber ich habe auch dran gedacht, es wieder zu entmuten. Ich bin nämlich die ersten 20 Sekunden dann immer noch schön mich am Räuspern und so, bevor es losgeht. Will ein bisschen die Musik laufen lassen, aber Musik hört jetzt auf. Ich schalte es runter. Jetzt ist kurze Stille und dann geht es aber auch schon mit anderer Musik los, nämlich mit ähnlichen Klängen. Momentchen. Da starte ich nämlich mal direkt. Bild müsste auch gleich kommen. Ton ist jetzt da. Ton ist auch sehr meditativ, sage ich mal. Und hoffentlich nicht zu laut. Ich habe es ein bisschen runtergestellt, aber ja. Im Allgemeinen dürfte der hier sehr unterschwellig sein, sage ich mal, bei Nabuki. Gut zum Einschlafen, sage ich mal so. Ja, was heißt kein besonderes Knobel-Game? Also, ich kann ja Spiele aus unterschiedlichen Gründen genießen. Mal abgesehen davon, dass ich mich jetzt hier furchtbar irren kann. Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn man so die Reviews sieht, dann die Leute sind schnell durch. Kostet aber auch nicht viel. Also das kann ich vielleicht dazu erwähnen. Fröhliche 79 Cent. Also finde ich völlig in Ordnung, wenn man da mal eine Stunde oder zwei sich durchknobelt. Ja, meist, ja, stimmt schon, ist immer Entspannungsmusik. Kann ich jetzt mal an der Stelle erwähnen, Nabuki ist vom gleichen Team, kann man fast gar nicht sagen, weil es eigentlich nur ein Programmierer ist, vom gleichen Programmierer, der auch Hook gemacht hat und Klotzki und Uplift Out. Und die habe ich ja alle schon gezeigt. Jetzt habe ich vorher nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, Hook und Klotzki war in meinem Gebrauchtspiele-Advent und Uplift Out war auch in irgendeinem Weihnachtsknobeleien oder so, habe ich ja immer thematisch so genannt. Ja, und das waren alles so kleine Dinger, die wirklich schnell erledigt waren, die selbst bei mir schnell erledigt sind. Ich finde das in Ordnung. Also ich kann zum Beispiel auch eine visuelle Ästhetik aus so einem Spiel rausziehen und bin dann auch schon sehr zufrieden. Und Nabuki ist auch wieder schlicht, aber schön. Und ich möchte jetzt anfangen, also meine Mario-Hand müsste man wieder sehen können. Und soweit ich weiß, geht es bei Nabuki darum, dass man den Bildschirm leer bekommen muss. Das deutet sich ja hier schon an. Wenn ich dieses Ding hier klicke, dann haut das wahrscheinlich in Pfeilrichtung ab. Soweit konnte man das auch schon im Trailer sehen. Das hier hat überhaupt keinen Pfeil drauf. Das ist jetzt schon Level 2. Es gibt, wenn ich nicht irre, glaube ich, 48 Levels oder so. Wir können mal mitzählen. Der Chat kann ja Statistik führen. So, hier passiert gar nichts. Ah, das Ding kann ich drehen. Bis es dann abhaut. Gut. Das kann auch noch nicht so schwer sein. Ja, hier muss ich... Oh, ah. Das ist witzig. Okay, die können schon mal abhauen. Aber, achso, jetzt kann der da raus. Hey, das ist ja cool. Hier sind diese Pfeile überall. Also, es gefällt mir. Weg, weg, weg. Und wo ist hier der Pfeil? Da. Ey, das ist toll. Das bringt so ein 3D-Element da rein. Das finde ich ja voll schick. Ist mehr so ein... Also es wird bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle auch fies, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich mache. Hier zum Beispiel gerade. Da. Man muss immer das finden, was als nächstes den Weg frei macht. Und ich habe kein besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen, muss ich mal sagen. Deswegen wird das hier die Herausforderung für mich. Ei! Ach so, guck mal, hier kann ich praktisch an verschiedenen Ecken was machen. Also den kann ich jetzt hier rausjagen und in die Richtung natürlich nicht. Deswegen, aber da ergeben sich wahrscheinlich so einige Möglichkeiten. Jetzt geht das hier und wo? Man muss die Stelle finden. Huch!
Nein, da wollte ich nicht. Zum Glück bewertet es nicht so in Fehlern, wie zum Beispiel Hex Cells. Also wenn ich hier einmal falsch klicke, dann geht's halt nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ah, das ist ja okay, wenn du das nicht selbst spielen willst. Ich spiel's ja hier und ist ja auch nach einem Stream vorbei. Ich wünschte, ich hätte auch ein gutes räumliches Denken, aber alle Spiele, die so mit optischen Illusionen auch arbeiten und sowas, die machen mich voll fertig. Es gab ja da eins. Was arbeitest du nochmal? Möchtest du das kurz mitteilen? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich es überhaupt schon? Nee, es gab ja mal Parallax, habe ich mal als Let's Play gehabt. Und so toll ich das auch fand, aber es hat mich echt ziemlich fertig gemacht, muss ich sagen. Ich hatte da ordentlich zu tun. So, jetzt gucke ich einfach mal. Man muss ja eigentlich nur alle Seiten des Würfels abgehen und immer gucken, wo sich was ergeben hat. Also ich drehe das jetzt mal hier so systematisch rum. Das ist mehr so ein Ich-klick-mich-durch-Spiel, würde ich sagen. Sage ich jetzt, aber kann sich auch alles noch ändern. Und ein Ich-übersehe-die-Hälfte-Spiel wahrscheinlich. Also hier geht doch nichts. Vielleicht kann ich mich jetzt hier auch weiter reingraben an irgendwelchen Stellen. Moment. Was sehe ich denn gerade nicht? Die gehen alle irgendwie nach innen, ganz blöd. Ah, ich dachte, ich kann den vielleicht hier hinschieben und dann da aufmachen. Also das geht nicht. Wenn er auf ein Hindernis stößt, dann geht er auch wieder zu seiner Position zurück. Außerdem kann es einem bei so einem... Huch, ich habe nur losgelassen. Außerdem kann es einem bei so einem Würfel passieren, dass man dreimal falsch rumdreht und die entscheidende Stelle nicht sieht. Hier geht was raus. So. Dann muss man immer gucken, wo es weitergeht. Meistens ja um die Ecke rum irgendwie. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ach, guck mal, der war schon sichtbar. So. Raus damit. Da geht nichts. Das nervt hier ein bisschen. Da geht was. Und zwar gleich zwei. Guck mal einer an. So, das bedeutet noch nichts hier. Da, oh, der geht weg. Der geht weg, der geht weg, der geht weg, der geht weg. Okidoki, jetzt ist das hier immer noch sehr kompakt gerade. Ups, gehen die mal auch weg. Bauzeichner. Wusste ich noch nicht, okay. Ich glaube, ich hatte eine Ahnung, dass es irgendwas mit Zeichnen zu tun hat. Ich habe es jetzt gerade nicht geäußert, aber ich dachte, es hätte was mit Design und so zu tun. So, weg, weg, weg. Und da noch raus und da noch raus. Gut, das war jetzt... Hat sich damit erledigt. Oh, jetzt, das könnte was Neues sein. Was macht der Punkt? Ach, der dreht das. Okay, ach scheiße, jetzt ist irgendwo ein Pfeil da drin. Na, schönen Dank. Finde den Pfeil. Hä? Warum, wo ist er denn? Müsste nicht, da ist der erste, okay. Hui. War natürlich auch immer nur einer. Okay. Wenn ich das so drehe, dann kommt der irgendwann so an, dass ich ihn raushauen kann. Ist doch auch ganz praktisch. So. Okay, die sitzen alle günstig, muss ich mal sagen. Wo geht's hier? Wenn ich den... Nee, den kann ich drehen, wie ich will. Da geht nichts. Hä? Wo ist denn hier der Pfeil? Gar nicht. Achso. Ach, der dreht sich so rum. Okay. Na, ja. Nee, Quatsch, geht ja nicht. Moment. Ach, ja, der dreht sich so und so weg und so weg. Okay. Ja, ist wirklich ein Spiel zum sich durchklicken, denke ich mal. Oh. Aber es wird noch einiges kommen. Wo sind wir jetzt gefühlt? Level 8, 9, maximal 10. Was macht das? Oh. Das bringt das eine Ebene höher. Ja, nice. Und das eine tiefer. So, okay. Zeichnen ist ihr Leben. So, dann machen wir mal so. Ach, jetzt muss ich das ständig hin und her drehen. Obwohl, nee, das ist blöd, weil ich brauche die ja einzeln. Welchen brauche ich denn überhaupt wo? Der, nee, der geht wieder rein. Der kommt raus. So. Dann jetzt. Ach, je. Den raus und nee, der geht nur da hoch. Ah, was? Die wollen gar nicht. Die wollen gerade gar nicht in die Richtung. Kann ich denn da machen? Das so auseinandernehmen? Das hilft natürlich überhaupt nichts. Der geht dann nach da unten. Ah. Jetzt geht hier gerade nichts. Moment, was ist mit dem? Der
Ständig hin und her drehen. Ach nee. Ich würde gern. Momentchen mal. Den da runter. Dann ist aber immer noch der. Die sind sich im Weg. Moment. Hallo Felix. Achso, der geht ja raus. So, was habe ich da? Den kann ich hin und her und... Achso, vielleicht mal den. Ne, der ist ja dann auch nicht weg. Wo geht der hin? Der geht runter, der geht da. Quatsch. Nein, ich wollte den hochmachen, aber dann kriege ich den ja immer noch nicht da weg. Momentchen mal, muss ich vielleicht mal die Mitte freimachen, so dass der da durch kann, aber das hilft mir eigentlich gar nichts. Doch, wenn ich den hochmache, geht der da raus, so. Jetzt habe ich zwei gegenüberliegende, aber das ist ja nicht das Problem. Einmal so, einmal so. Okay. Ist schön, wenn man zeichnerisch talentiert ist, ne? Ein Großteil der Leute, oder ich weiß nicht, ob ein Großteil, aber... die meisten haben vielleicht nicht so ein Talent, inklusive mir. Ich beneide solche Leute immer. Oh, das geht nicht. Oh. Tada. Ich hatte mal einen Kumpel damals zu Kindertagen und es war echt Wahnsinn, wie der einfach so skizzieren konnte. Okay, das bringt mir gar nichts gerade. Oh doch, jetzt merke ich, wie das fies werden kann. Das ist echt... Oh Gott, das war... Ah, Moment, der muss wieder... Der geht ja gar nicht weg. Oh, scheiße. Oh, jetzt hört es auf bei mir ungefähr. Der kann da raus, dann kann er aber da nicht runter. Also das, die beiden kommen so nicht zusammen. Da kann er nicht runter, weil da das hier im Weg ist. Oh. Der kann... Oh, Moment mal. Der kann raus, ne? Ah. Okay. Der kann auch raus. Hui! Der kann auch... Ne, da ist was im Weg. Moment, der hat gar nichts zum Wegmachen. Der kann da aber noch nicht. Hä? Da unten ist kein Platz. So, was schreibt ihr? Oder was... Das ist ja auch interessant, dass man... Ja, weil man immer von sich selbst auf andere schließt. Ne? Also für einen selber ist es selbstverständlich, dass man so zeichnen kann. Und deshalb sieht man es als Standard an, ja. Naja. Hallo Burkhard, hallo Ben. So, wie kann ich denn den hier wegmachen? Was passiert denn da? Mich stört der hier, beziehungsweise die beiden. Und den hier kann ich gerade gar nicht in irgendeine Richtung bewegen. Deswegen, was ist denn? Der geht da auch nicht raus. Das macht einen wahnsinnig hier. Der schiebt sich nur davor. Der kann schon weg. So. Konnte da irgendwas hochfahren? Nee. Ha, jetzt ist da frei. Doin. Da sowieso. Das ist ungünstig. Die beiden sind einfach ungünstig. Vor allen Dingen, wie schiebe ich denn den hier weg da? Hä? Jetzt kleben die beiden hier aneinander. Ach so, der geht da hoch. Okay. Ach, da ist der Pfeil. Na, siehst du mal. Hm. Hallo, Nina. Genau. Burkhard hat schon die Lösung. Ich glaube, ich habe die Ironie verstanden an dem Beitrag. Okay, das geht nur rein. Jetzt hole ich die alle mal raus und guck, mit welchem ich was machen kann. Ja, das da auch eher nicht. Achso, Moment. Da nicht. Hey, achso, ich dachte, der geht in die andere Richtung. Na, das ist dann natürlich, das bringt hier alles nichts. Jetzt habe ich zwei, nee, drei draußen, die aber nur wieder rein zeigen. Ja gut, dann machen wir einfach, das kann natürlich nicht gehen. Hier, machen wir die mal auf. So, der müsste abhauen können, genau. Der auch. So. Der schiebt sich hier hin und her, aber dann kann ich da einen rausholen. Na, wo geht er denn weg? Da. So, wenn ich den rüberschiebe und... Ah, den raus, dann kann der raus. So. Nee.
Oh, guck mal, der zischt jetzt da durch. Hopp. Da geht's noch nicht. Oh, guck mal hier. Ich finde, man übersieht das auch ganz schnell. Nee, wo welcher geht denn jetzt hier raus? Der geht zum Beispiel raus. Aber nicht wirklich. Muss man sich ein bisschen den Weg freischieben hier. Der geht raus. Ja, und zwar so. Oh Gott. Ja, in die Mitte komme ich noch nicht. Nee, das geht alles in eine falsche Richtung. Der ginge jetzt da rüber. Nee, da habe ich es zugemacht. Auch blöd. Ich gehe auch nicht systematisch an die Sache ran, muss ich sagen. Ich mache jetzt einfach, was so geht. Und irgendwann sehe ich schon was, hoffe ich. Männchen mal, jetzt schiebe ich mal die beiden darüber. Was hat der für ein? Ah, der geht. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass man tatsächlich, der geht auch, tatsächlich einen einzigen finden muss. Der geht jetzt auch. Und dann geht's erst weiter. Nee, hier geht nichts. Der geht vielleicht mal rüber. Das hat ihm gar nichts geholfen. Aber ich lasse ihn mal da außen. Hilft ja vielleicht auch manchmal bei so einer Übersicht. Jetzt machen wir ihn mal frei. Dann geht der weg. Oh, guck mal, der geht einfach so weg. Dann geht der natürlich auch weg. Und der auch. Und der nicht. Sei denn, ich krieg hier was frei. So. Das wollte ich jetzt gerade mal machen. Dann kann der da raus, der da raus, der da raus. Oh, jetzt geht ein bisschen was. Jetzt geht ein bisschen was. So, ich lese. Schreibt ihr denn alles? Ich muss nachholen. Komisch, wenn man innerlich mit sich selber streng ist und nach außen hin wirkt so, als wäre man mit anderen streng. Aber ich glaube, ich kann das selber ganz gut nachvollziehen. Bei mir ist es ähnlich, sage ich mal. Ich habe generell hohe Erwartungen. Ich bin enttäuscht, wenn andere nicht einen Anspruch, also, oder sagen wir mal so, ich verlange nicht, dass andere Leute perfekt sind oder annähernd perfekt sind, genauso wie ich weiß, dass ich selber nicht schaffe, obwohl ich leider so ein kleiner Perfektionist bin, der es gerne schaffen würde. Hier ist gar kein Pfeil dran. Aber ich finde es immer schade, wenn Leute keinen Anspruch an sich selbst haben oder sehr geringe Ansprüche an sich selbst. Ach, ich muss das nur wegschieben, oder was? Damit ich hier frei... Oh, das freikriege. Okay. Also die Schwarzen müssen gar nicht weg. Hä? Nee, andersrum. Ja, und wenn man dann... Hahaha, da war was versteckt. Ja, und wenn man dann nicht das bekommt, was man von anderen erwarten würde, dann ist man halt enttäuscht. So, ein bisschen aufmachen hier. Das geht ja nicht. So rum, Moment. Wo geht denn was? Der geht natürlich nicht. Ich wollte erstmal alles aufmachen. Moment. Der geht nur in die Richtung. Der genauso. Ich höre ein Vögelchen. Try and error. Sieht man mich da sonst nicht so? Warum nicht? Also, das wäre jetzt hier mir viel zu kompliziert, irgendwie alles durchzudenken. Was macht denn der hier eigentlich? Tja, muss ich vielleicht in die Richtung gehen? Hilft nichts, ne? Jetzt habe ich das da wieder zugemacht, glaube ich, was sich schon offen hat. Ah, Mann, ich will da was freikriegen. Wenn der da weg...
Schade, dass man die nicht so einen verschieben kann. Geht halt nicht. Moment, was wollte ich denn? Ach, da geht's doch. So, das wollten wir machen. Das war jetzt ein bisschen... Irgendwie, das geht nicht. Na, sage mal. Oh, der geht gar nicht weg, der hier vorne. Ich suche gerade den Schalter. Doch, natürlich, da. Aber dann geht er halt wieder an den ran. Nee, das war nicht die Lösung. Die haben ja auch teilweise mehrere Pfeile. Oder gehen die immer... Nee, die gehen auch nicht in die gleiche Richtung. Also der geht jetzt hier mal nach oben weg. So, schönen Dank. Was heißt das? Jetzt muss ich doch... Ach so, geht der... Nee. Der geht nur hier hin und zurück. Also kann das doch nichts helfen, den hier rüber... Hat der noch einen Pfeil? Nein. Den darüber zu machen. Oder? Sehe ich das richtig? Es muss in die Richtung gehen. Aber da ist ja der. Was sehe ich denn jetzt nicht? Ist hier noch... Ist da noch... Nein. So, also mal von... mal der Versuch ist von oben... Hä? Da ist der zweite Pfeil. Hm. Okay. Habe ich übersehen. Die Regeln soll ich kurz erklären. Ich lerne sie ja gerade selber noch. Ich denke, das sieht man eigentlich beim Spielen. Du hast jetzt ein bisschen später eingeschaltet, Burkhard. Ich versuche es zu erklären. Also, oder ist, eigentlich ist es mit einem Satz gesagt. Ich muss den Bildschirm leer kriegen, aber ich habe jetzt auch gerade gelernt, ich muss nur die weißen wegkriegen. Also die schwarzen dürfen bleiben. Und da sind halt immer so Pfeile dran. Und wenn ich da draufklicke, dann hauen die ab. Und dafür muss der Weg frei sein. Ne? Aber das hast du wahrscheinlich inzwischen gesehen. Also man muss eigentlich nur eine Minute zugucken, denke ich mal. Und dann geht das. Perfektionist ist eine Strafe, ne? Das weiß jeder, der damit gesegnet ist. So, den kriege ich raus. Oh, das ist ganz schön kompakt hier. Eieiei. Ach, guck mal, da kann ich da rein. Hilft mir das was? Oh Gott. Kuckuck. Kann ich schon mal reinlinsen. Den kriege ich da nicht raus. Den kriege ich noch raus. Der geht weg. Das hilft ungefähr... Nicht so viel. Jetzt haben die auch noch zwei Schalterchen. Guck mal, jetzt sehe ich es erst. Der kann da schön außen bleiben. Der nervt mich sonst nur. Der kann mal raus. Tata! Aha, so geht's. Okay. Mhm. Der hat jetzt hier zum Beispiel gerade, da sehe ich gar keinen Schalter. Hui! Ist ja fast einfacher geworden mit den zwei Schaltern. Man muss die alle nur irgendwie nach außen schieben. Ja, da geht's raus. Da ist die Tür. Raus mit dir. So. Der geht und... Wow. Noch was übrig? Ja, der. Gut, kriegen wir auch hin. Das war einfacher als gedacht. Dieser Würfel. Ih, das ist eine optische Täuschung. Ich drehe jetzt mal noch nichts. Seht ihr... Was seht ihr? Seht ihr es aus der Ebene rauskommen oder in die Ebene reingehen? Ich habe es im ersten Moment in die Ebene reingehen sehen, als wenn es hohl wäre. Und jetzt sehe ich aber, oder jetzt sieht es für mich so aus, als wenn es optisch nach vorne rauskommt. Aber es, man kann echt beides sehen, ne? Kennt man ja auch so eine optische Illusion. Ich lasse noch einen Moment und wenn ich es drehe, wird man sehen, dass es natürlich nach außen kommt. Ja, so, ne? Okay, da ist ein Schalterchen, was noch nicht geht. Dann fangen wir mal hier an. Aha. Alles rausräumen hier. Alles muss raus. So. Ach, je. aha, in die Richtung geht. Oh, ja, so. Irgendwie cool. Okay, das ist was Neues. Da unten sind die Pfeile. Und was machen die hier? Ach so, die drehen die. Na, das ist doch, dann kann ich doch das... Nicht wahr? Dann geht das doch wohl. So, okay. Das macht es die Sache nicht sehr viel einfacher. Muss man nur auf der Seite gucken, wie man es gern hätte. Oder auf einer Seite gucken, wie man es gern hätte. Und dann, warte mal. Wenn der Pfeil nicht da ist, geht es natürlich nicht. Den hier unten würde ich gern machen. So. Der funktioniert schon. Ja,
Ja, also kann man schon sagen, ist ein entspannendes Rätsel, wenn man es so nennen kann. Ist mehr so zum. Warte mal, der dreht jetzt wie so. Ist mehr so zum sich ausprobieren irgendwie, ne? Entspannt klicken. So. Und so. Ups. Aber ich mag's. Darf doch auch mal sein. Okay, was macht denn noch gleich der Punkt? Der Punkt drehte, bis ich den Pfeil sehen kann. Ach so, jetzt kann ich den Pfeil. Jetzt wird's eklig. Moment. Kann ich das beides gleichzeitig machen? So, ich muss den. Ich komme doch gar nicht anders an den ran. Was? Es hilft doch jetzt nichts, wenn ich den Pfeil irgendwie anders. Oder ist da noch ein. Ich drehe mal ein bisschen. Ist da noch ein Schalter? Aber das hilft mir doch nichts. Hier ist doch nichts offen. Ach so, in die Richtung ist offen. Da, wo der Punkt ist. Das habe ich leider so gedreht. Das macht einen ja auch fertig hier. So, also jetzt will ich den Pfeil. Jetzt muss ich mir das merken. Ich muss. Ja, ich muss dreimal drehen, ne? 270 Grad. Jetzt habe ich zu viel gedreht hier. Oder? Oder geht das gegeneinander? Mist. Ich probiere es aus. Ich check's nicht so ganz. Einmal noch. Ich glaube, es geht rückwärts. So. Dadurch, dass es sich irgendwie. Ja, um 180 Grad da drin gedreht hat. Ich habe mal ein bisschen Licht angemacht hier so. Jetzt wird es ja doch schon etwas dunkel. Ich habe heute später angefangen, nicht wahr? Wer es nicht gemerkt hat. Nicht Frauen geeignet, Burkhard? Naja, Vanessa hat schon geäußert, dass sie gutes räumliches Denken hat. Und ich habe schon gesagt am Anfang, dass ich das nicht habe. Insofern. Quod erat demonstrandum. Okay, dann drehen wir den mal raus. Ist auch nicht allzu schwer gerade. Ich gehe davon aus, dass das jetzt aufs räumliche. Huch! So schnell wollte ich gar nicht tippen. Aufs räumliche Denken bezogen war. Zack. Und raus mit dir und. Ja, wollte eigentlich gar nicht den machen, sondern den. Und jetzt den weg und der ging sowieso schon. Der geht und der geht und der geht. Hat jemand eigentlich mitgezählt? Gefühlt Level 23. Vielleicht auch schon weiter, ich weiß es nicht. Nochmal die nach außen. Und jetzt, da komme ich noch nicht ran. Okay, warte mal, jetzt kann ich. Der mittlere hilft mir nicht. Auf den kann ich zugreifen, aber den kann ich nicht verändern. Warte mal. Der geht noch nicht, der geht noch nicht. Oh, das ist jetzt aber gerade interessant. Was geht denn da überhaupt? Geht der irgendwo anders raus? Ach so, der geht einfach so aus der Mitte raus. Klar, der hat ja keinen Stopp. Jetzt komme ich da ran. Oh, muss man aber schon genau hingucken. So, jetzt gehen die raus. Jetzt kann ich, ja, okay, jetzt kann ich das nach außen setzen. Oder so. Sagen wir mal so. Raus, 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 raus. Und weg, 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 weg. Juhu. Ist ja ein tolles Kompliment. Der Junge im Mädchenkörper. Da freut man sich doch. So, das geht hierhin raus. Das lässt sich aber nicht drehen. Ach so, das mache ich später dahin und dann geht das da raus. Okay. Aber jetzt kann ich ja schon da frei machen. So, Moment mal so und so. Und das Ding geht dahin. Was man schon, also ein bisschen kann man es schon kritisieren, dass hier. Okay, das war nix. Wo ist denn hier der Pfeil? Ich wollte sagen, ein bisschen kann man schon kritisieren, dass es hier nicht wirklich irgendwie anspruchsvoller wird. Und was auch ein bisschen. Aha. Was auch ein bisschen. Geht der schon raus? Ja. Ein bisschen schade ist, ist, dass da nicht so ein. Oh. Nicht so ein Anstieg des Schwierigkeitsgrads da ist, ne? Also zwischendurch immer wieder Dinger, da klickst du dich schnell mal durch. Ach, der geht schon. So. Da unten geht noch nix. Jetzt geht's. Nee. Pff.
Hä? Die hängen alle hier ineinander, verdammt. Das hilft mir gar nichts. Sei denn, ich finde hier irgendwie noch was. Da ist gerade nichts zu sehen, woran man, wo man drehen könnte. Geht denn der, ach, der geht, der hängt da. Der geht da rein, das will ich nicht. Ich will sie eigentlich alle möglichst weit voneinander weg haben. Irgendwas habe ich übersehen bisher. Okay, der geht nach oben. Es hilft mir nichts. Der geht da weg. Doch, jetzt müsste es doch gehen. Genau, jetzt geht der hier raus. Jetzt stören die sich endlich nicht mehr. Doch, immer noch. Erstmal den weg. So, zack. Ja, ist eine gewagte These, aber es könnte sein, dass es ein bisschen leichter als Hexcells ist, ja. Aber stimmt, räumliche Tricks, ne? Hier, The Impossible, genau. Kann man an der Stelle nochmal darauf hinweisen. So, das geht noch nicht da. Oh, oh, also der hängt bestimmt irgendwo in. Weswegen der jetzt ja hier nicht rausgeht, ne? Scheiße, nochmal. Ah! Haha! Man muss sich eigentlich, sobald man einen neuen Knubbel irgendwo entdeckt hat, muss man sich direkt drauf... Das sieht gut aus, ehrlich gesagt. Direkt drauf stürzen. Weil der einen vermutlich... weiterbringen wird. Nein, der nicht. Huch. Moment, wieder zurück. Ist das Ganze ein Teil hier? Wow. Okay, zack. Was kommt denn jetzt? Ach, jetzt kommt wieder so eine Verbindungsgeschichte, oder? Nee. Hm, so wirklich kann ich nicht alles Aha. Ach, je. Ach, je. Muss wahrscheinlich immer nur zwei zusammenfügen. Hi, da bleibt doch immer irgendwas übrig, oder? Nee, das sieht ganz gut aus. Ja, okay. Alles muss verbunden sein, dann löst der sich auf. Sehr gut. Nee, The Impossible spiele ich auch lieber nicht. Es soll ja auch gerade noch neu sein, hatte Burkhardt geschrieben. Ja, du würdest mich gern versagen sehen, oder, Vanessa? Nee, tut mir leid, das wird nichts werden. Aber kannst du dann ja bei Burkhardt sehen. Allerdings ohne Kommentar, fürchte ich, oder? Gibt es da vielleicht auch mal Ton bei dir, Herr Burkhardt? So, das müsste... Nein, das ist es nicht. Was stimmt denn hier nicht? Oh, hey, halt. Ich habe hier zwei Kringel gemacht. Muss das was Größeres ergeben? Moment. Hier so, das hilft ja auch nichts. Das ändert ja nichts. Dann. Moment. Ich gehe mal hier rum. Nee, das geht auch nicht. Wo ist hier der Trick? Ich probiere erstmal das Ding. Das ist jetzt allerdings schon ganz witzig. Moment, da wollte ich nicht klicken. Ich wollte so machen. Warum löst sich hier nichts auf? Das sind verbundene Formen. Müssen die alle... Die können doch nicht komplett verbunden sein. Also ich habe hier jeweils zwei Enden, ne? Da zwei, da zwei. Wie soll ich das anders machen? Wenn die... Das muss ja hier mit einbezogen sein. Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts anderes, was ich gerade mache. Interessant, es gibt zwei Geraden und vier Enden. Hä? Also das verstehe ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Ich habe gerade im Chat nachgelesen, deshalb hat es nochmal 10 Sekunden länger gedauert. Aber, ja. Also hier ist halt ein Ende, da komme ich nirgendwo anders ran. Das ist ja ganz klar. Hä? Müssen die... Nee, die können auch nicht auf... Die können auch nicht parallel sein, die Geraden hier. Weil dann kann ich sie nicht verbinden. Also die müssen irgendwie so entgegengesetzt sein. Besonders halt... Besonders verlängern kann ich die auch nicht. Ich mache jetzt hier immer das gleiche. Ich verbinde sie zweimal, aber... Das hat ja schon bei den oben nicht funktioniert. Also wenn ich einzelne... Müssen die irgendwie...
Hä? Okay, die haben zusammen... Ach so. Die mussten beide fertig sein, damit sie funktionieren. Kann das sein? Ich habe zwischendurch noch überlegt, ob die eine bestimmte räumliche Ausrichtung haben, wo darauf hingewiesen wird durch irgendeinen versteckten Trick, aber... Oder Tipp. Aber nee, es musste einfach nur alles passen. Na, super. Okay, dann verbinde ich einfach mal alles. Aber das kennt man auch schon... Das kennt man auch schon aus. Ich glaube, bei Klotzki war das so. Ich gehe mal hier... Nee, das ist schlecht. Dann komme ich da nicht mehr rum, ne? So komme ich da auch nicht rum. Das war ungünstig. Das ist alles ungünstig. Ach, du Scheiße. Jetzt kann es ja richtig rund gehen hier. Das mache ich mal lieber so. Das ist ekelhaft. Oh Gott. Nein, ich wollte... Ach so, ich könnte auch... Stimmt, ich könnte auch einzelne hier so Kreise machen. Also auf jeder Seite im Kreis und dann vielleicht noch so die Ecken. Da fragt man sich auch wieder, ob es vielleicht verschiedene Lösungsansätze gibt. Ich wollte gerade sagen, da fehlt eine Ecke, aber da ist sie ja. Ha, das war nicht gut. Ich wollte nur hier rum. So. Habe ich sonst schon alles? Das könnte gut aussehen jetzt. Ja, okay. Also man kann wieder Einzelformen bilden. Das muss jetzt nicht zusammenhängend sein oder so. Hä? Achso. Ziehen wir die mal weit auseinander. So, das müsste fertig sein. Und das hier kann auch nicht so schwer sein. Ja, okay. Okay. Och, Menno. Manchmal ist es dann auch weniger schlimm am Ende, als man denkt. Man muss nur alles finden, ehrlich gesagt. Ach, du Schreck. Okay, das... Das hilft mir gar nichts. Das drehe ich auch noch. Oh Gott. Ich muss aber die Form rausbekommen. Und die auch. Also die muss hier außen... was da? Nein. Ach so, da muss wieder das sein. Und... was kommt denn hier zum Vorschein? So einer, okay. Also ich würde mal sagen, sie haben zwei Seiten, wo was drauf ist und den Punkt. Das heißt, ich muss... an jeder Ecke irgendwie zwei Seiten haben, was hier zum Beispiel noch nicht gegeben ist und hier auch noch nicht gegeben ist, um erstmal alles rauszuholen, was so... Ah, da wollte ich noch nicht. Was so rauszuholen ist, sage ich mal. So, jetzt müsste erstmal alles freigelegt sein, was ich brauche. Dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schwer. Dann kann man sich überlegen, dass der ja zum Beispiel nur zu der Seite rausgeht und der dann irgendwie so verbunden werden muss. Der dann so und der muss vielleicht hier nach... Nee. Hier geht's nicht. Moment. Ah, das ist ja scheiße. Kann zwar den dahin machen, aber da bleibt's irgendwie offen. Naja, gut, so ganz... Oh, der ist noch nicht. Der hätte so gemusst. Den habe ich übersehen. So. So und... Nein, manchmal klickt man da zu viel. Das will man gar nicht. Ich warte mal auf den Moment, wo es dann Pling macht. Jetzt. So. Okay. Manchmal, weil ich gerade lese, Olli wird sehr viel Spaß mit dem Level haben. Es ist tatsächlich bei den kleinen Spielchen dieses Entwicklers so, dass es oft schlimmer aussieht, als es dann am Ende ist. So, und zwar, wenn ich jetzt den drehe. Okay. Ich glaube, ja, freilegen ist hier nicht mehr. Da lasse ich nur... Achso, so kommt das raus. Ja, da lasse ich eher Sachen verschwinden, ne? Also hier sind drei Sachen drauf, würde ich sagen. Eine Ecke ist leer. Also muss ich eigentlich wieder nur gucken, dass ich alle drei freilege. Und bei dem Ding hier sah es eigentlich auch schon gut aus. Jetzt sieht es sehr schlecht aus, also... So, oder? Ja. Bei dem hier außen... Kann ich ja hier auch nichts drauf zaubern, weil der sich ja so dreht. Er hat hier seine freie Seite, die kommt jetzt nach innen. So, und dann kann man gucken, wie man damit arbeitet. Obwohl. Achso, den kann ich ja so drehen. Das muss eigentlich so sein.
So vielleicht. So in die Ecke. Da ist... Aber interessant ist es trotzdem. Man muss gut gucken, dass man nicht irgendwo eine Sackgasse produziert. Halt, das wollte ich nicht. Sackgasse produziert. Also es geht in die Richtung. Ah, dann schließt der noch und dann war es das. Genau. Okay. Oh, jetzt würde ich sagen, muss ich die vielleicht zueinander führen, damit das klappt. Also erstmal gucken. Achso, guck mal da. Doch, den drehe ich auch. Da muss ich jetzt das... Oder? Nee. Das Weiße drehe ich ja gar nicht weg. Ich wollte da nicht... ich wollte gern... Moment, das habe ich aber... Kriege ich aber nicht hin. Oh ja, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen fies. Aber... Nee. Ich kann den da nicht reinschieben. Moment. Doch. Ich wollte... Hä? Der hat da die freien... Die haben hier die freien Seiten. Das ist ein bisschen blöd. Ich will erstmal den Grundstein schaffen gerade. Und das ist gar nicht so leicht. Weil dafür müsste ich zwei weiße Seiten zueinander fügen. Das ist ja so gesehen eine weiße Seite hier. Aber dann kann ich nicht mehr schalten. Das Problem ist viel eher, dass ich gerne... den würde ich jetzt gern darüber schieben. Oder den irgendwie das so drehen. Aber das geht nicht. Weil sie drehen sich jeweils in einer anderen Ebene. Also die beiden Flächen kriege ich nicht zueinander. Wie sieht es denn mit dem aus? Mit dem eigentlich genauso. Also die sind alle halt... Die sind alle in einer Ebene, wo es nicht geht. Insofern... Den kann ich hier ranschieben. Das mache ich jetzt auch mal. Aber hier habe ich... Ich lasse gedrückt. Manchmal dreht er dann schon was. Ich will eigentlich das große Ganze drehen. So, der geht da ran. Das ist doch... Achso, doch, das geht. Das kann ich... Nee, da ist halt auch... Doch... Da ist da praktisch die weiße Fläche. Dann wird der hier angedockt. Und jetzt wird... okay. So muss man das sehen. Aber jetzt darf ich wieder... Jetzt kommen wir zum... Nee, kommen wir nicht zum Problem. Hier ist eine weiße Fläche. Da ist der Schalter. Das Ding kann jetzt da rein. Wisst ihr, was lustig ist? Wie kriege ich das wieder auseinander? Ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Wenn ich das jetzt da reinschiebe, habe ich keinen Zugriff mehr auf den Schalter. Doch, dann könnte ich den wieder rausdrehen da. Aber ich behaupte, dass es jetzt so zusammenpasst, ohne dass ich was verloren habe. Deswegen wird jetzt eigentlich auch... Also die Schalter müssten alle innen sein. Es ist ja außen keiner mehr zu sehen. Die Punkte muss ich natürlich umgehen. Und jetzt muss ich mal schauen. Das ist irgendwie cool. Ja, wie ich das mache. Das muss vielleicht darum gehen. Das kann natürlich so nicht sein. Das geht darum. Das macht den Kreis in der Mitte. Das ist schlecht. Das muss anders funktionieren. So. Cool. Hier passt noch was nicht. Da passt auch was nicht. Moment. Ja. Ach, sehr schön. Sehr schön. Um Gottes Willen, da wird schon wieder Mathematik ausgeübt. Erzähl mir nicht, wie meine Chancen stehen, um mal ein berühmtes Zitat zu bringen. Na, wer weiß, wo es her ist? Sollte man eigentlich wissen. Okay, erstmal alles aufmachen hier. Okay. Ich muss die ja gar nicht rausschieben, ich muss die ja nur zueinander führen. Ich würde mal sagen, das gilt, oder? Die Ecke hier gilt. Viel mehr kann ich auch gar nicht schieben. Also es müsste eigentlich schon die Lösungsfindung sein, oder nicht? Offensichtlich nicht. Oder habe ich noch einen übersehen? Verdammt. Was war denn hier? War hier noch... Ach, so ein Elend. Da war was drunter, was man hätte bedenken müssen. So ein Schrott. Der geht noch raus. Den hatte ich da aber schon. Der hier stört ein bisschen. Was kann ich denn aus dem machen? Wäre schön, wenn die mal einzeln verschwinden würden.
Da ist auch was drunter. Hat man gerade gesehen, oder? Nee, das war nur der Hintergrund. Ah, halt! Oder muss ich jetzt hier... Nee. Huch, das ging nicht aus der Perspektive. Ach shit! Jetzt habe ich es gerade zugemacht. Ah, genau das, was ich meinte. Dass man... Ja, dass man sich hier was verbaut. Jetzt möchte ich eigentlich kein Schalterchen mehr benutzen. Und das Schlimme ist, wenn jetzt hier wirklich was kommen sollte, wo ich gar nicht weiterkomme, wer soll mir das beschreiben, was er gesehen hat, wo ich was drehen kann, ne? Das ist ja unmöglich. Hatte ich die schon? Oh, toll. Das war alles. So eine Kleinigkeit. Oh, weia. Okay, der geht nicht rein. Der geht raus. Der geht... Der ist draußen. Der geht raus. Der geht... Erstmal alles aufmachen hier. So auf, wie es geht, sage ich mal. Puh. Wo geht's denn da noch weiter? Hier ist dann doch ein Pfeil. Irgendwie zum raus... nehmen. Sie verschwinden halt... Ah, guck mal, hier geht was raus. Sie verschwinden halt wirklich erst... Hat mir das geholfen? Gar nichts. Oh! Den habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, sie verschwinden halt erst, wenn wirklich alles irgendwie eine Verbindung hat. Was ist mit dem? Der hat da einen Pfeil. Kann ich den... Hahaha. Den, oh Gott, zweimal drehen, würde ich sagen. Kann ich den hoffentlich da rausbekommen? Ja. So, wo hatte der mich denn gestört? Der ist schon da draußen. Der geht... Das hilft mir gar nichts. Oh Gott. Oh, guck mal, da geht was raus. Hat aber keinen Pfeil... Doch, hat einen Pfeil dran. Es hilft gar nichts. Oh doch, es hilft was. Der müsste jetzt da rausschießen. Jawohl. Uff. Der geht da hinweg. Der. Nee. Das hilft mir gar nicht. Halt. Nein. 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 Jetzt kriege ich das da nicht mehr auf. Ich hoffe, es gibt nichts, wo man sich fangen kann. Das wäre echt fies. Wo es dann keine Lösung mehr gibt. Oh. Hatte ich den schon? Nee, ich glaube, da ergeben sich gerade neue Sachen. Muss ich jetzt schon was zusammenfügen oder muss ich noch was raus... Ja, da hier ist ja auch noch was. Aber... Warte mal. Wo war es denn jetzt? Nein, da. Ah, halt. Bleibst du da. Wo ist da der Pfeil? Der ist nicht zu sehen. Der ist gegenüber. Der ist hier. Also, ich gucke mir jetzt gerade das Ding hier an. Und der ist gegenüber, wo ich... doch. Warte, Moment. Den kann ich da sehen. Also wenn das Ding hier draußen ist... Ah, doch, Moment. Wenn ich den nach oben drehe, dann müsste der doch hier raus können. So. Sollen wir den mal los? Wie sieht's hier aus? Nein. Vielleicht mal den wegmachen, dann... Ja, der kann da durch. Der müsste auch weg können. Ich muss doch hier... Muss ich vielleicht ganz am Ende erst irgendeine Form verbinden? Das ist erstmal... Der geht, oder? Ja, der geht. Der geht auch. Das ist erst ganz am Ende zusammengefügt werden muss. Nämlich jetzt. Jetzt gibt es, glaube ich, keine Pfeile mehr. Insofern knutscht ihr euch mal schön so. Und ich leg los. Also, hier muss das so anfangen. Dann darf das da nicht weitergehen. Dann vielleicht so darum.
So. Habe ich schon gesagt, die Vermutung ist immer, dass es vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt. Also ich verbinde das jetzt hier irgendwie mal so, wie es dann sinnvoll aussieht und keine offenen Enden mehr hat. Das ist zum Beispiel blöd gerade. Kann ich den hier anders machen? Was, wenn ich die so nach innen mache? Das geht doch auch. Jetzt muss der vielleicht nach unten. Ah, okay, das war's. Tata. Was? Okay, die hängen zusammen. Also raus damit und raus damit und dann hauen sie jetzt beide ab. Nee, die hängen alle zusammen. Okay. Warte mal, jetzt... Der kann dahin und... was? Aber jetzt ist ja der andere wieder im Weg. Nein. Moment. Hä? Was? Ach so, einfach hier alle in eine Ebene bringen. Okay. Hui, und die Bahn fährt ab. Ah, es wird bunt. Okay, die farbigen hängen immer zusammen. Sehr interessant. Wenn ich jetzt... Hä? Die sind doch jetzt günstigerweise in einer Richtung, diese zartblauen hier, wenn ich den drehe. Oder drehe ich die beide? Nein, ich... Ach so. Na gut, das bringt jetzt nichts. Ich fange mal mit gelb an. Bringt auch nichts. Bei dem zarten Violett geht's nicht. Also um es mal zu zeigen. Ach, der, den ich anklicke, in die Richtung geht's. Kann das sein? Das hilft ja auch nichts. Ah doch, es hilft was, na klar. Ich drehe den jetzt raus. Ich habe gedacht, wenn ich den anklicke, will der in die Richtung und der aber nach wie vor in die Richtung. Aber es richtet sich immer nach dem, den ich anklicke. Cool. Ich finde es auch schön, dass das hier alles so wirklich... so gemacht ist, dass es auf ein Tutorial verzichten kann und man alles selbst rausfindet, weil es ja echt überschaubar ist. So, was kommt denn hier mal? Oh, das hat schon gepasst mit dem anderen zusammen. Okay. Ach, jetzt schiebe ich hier dieses Ende weg. Warte, den. Nö, das wollte ich jetzt aber gerne so machen. So geht's natürlich nicht. Hä? Okay, die weißen gehen natürlich nach wie vor einzeln. Es kommt auf die farbigen an. Oh. Kommt denn da zum Vorschein? Okay. das hat auch zufällig gepasst. Ist ein bisschen glücksbehaftet, dieses Level hier gerade. Schon wieder. Aber... Ach nee, Quatsch, muss ja gar nichts mehr freiräumen. Passt. Ja, war irgendwie ein Selbstläufer gerade. Oh, Mann. Oh, Hilfe. Ja, gut. Das geht jetzt natürlich noch nicht. Das ist hier alles durchzogen. Das kann man nicht, noch nicht so einfach machen. Das hängt natürlich zusammen. Ich finde es gut, wie sich so ein bisschen so gummiartig quetscht. Boing, boing. Schöne Animation. So, wenn ich... Nee, das geht nicht. Doch. Ach nee, jetzt kommt hier wieder dieses... Nee, das geht... Doch, das geht. Nee, das geht natürlich hier nicht, aber... Ich würde gern... Moment. Ja, so würde ich es gern machen, genau. Da lag die Lösung. Okay, wo hast du denn... dein... Ich weiß noch gar nicht, wo ich dieses zarte Lila irgendwie rausschiebe oder sonst was. Deswegen hilft mir der auch nichts. Da muss ich praktisch die Gegenseite freiräumen. Aber... Nee, das müsste doch... das passt schon wieder nicht. Moment. So geht's natürlich auch nicht. Warte, hatte ich gerade den richtigen dabei? So müsste es doch gehen. Zack, in die Richtung raus, genau. Jetzt haben wir... Genau, jetzt haben wir den... Da ist aber in der Mitte noch weiß, deswegen... Es müsste einfach nach oben raus, oder? Oder nach unten? So, okay. Jetzt ist hier noch was übrig, was natürlich easy peasy funktioniert. Und das ist auch nicht so schwer. Gut. Okay. Kommt da irgendwas zum Vorschein? Ja, das kann ich aufmachen. Okay. Das kann ich rausschieben. Ist doch eigentlich ganz gut, wenn die alle...
Naja, vielleicht auch nicht. Was ist, wenn ich den hochmache und den... Vielleicht soll ich auch nur daran. Oh. Ach, das ist ja schön. Jetzt muss ich alle irgendwie... Keine Ahnung, was ich muss, ehrlich gesagt. Ich probiere es einfach. ich würde sie gerne so in die Richtung raus, aber dafür muss ich... Wie kriege ich denn den blauen da weg? Oder in welche Richtung will ich sie denn raus haben? Vielleicht will ich auch einfach nur... Oder erstmal blau raushauen, aber blau hat so ziemlich keine Pfeile. Also das geht nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich später mit blau mache. Ob ich die zusammen, na, zusammenfügen kann, irgendwie auch nicht sein. Dann müsste der Schalter doch eher so hier sein. Okay, der stört am meisten, möchte ich mal sagen. Und ich, ups, ich glaube nicht, dass ich den großen hier wegkriege. Der ist ja schon ziemlich überschaubar. Der hat keinen Schalter oder so. Also dieser schwarze Block hier, der bleibt, wie er ist. Und der wird, wozu drehe ich den denn? Okay, den drehe ich, weil da... Ach, das kommt ja auch noch... Nee, okay, er dreht sich immer in die gleiche Richtung weg. Also ich kann ihn nur so hier rein und rausschieben. Das ist der und der macht eigentlich nichts anderes. Rein und raus. Dadurch, dass ich die jetzt beide draußen habe, bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Aber... Ach so, guck mal, den kann ich jetzt auf die Höhe bringen. Ja, so läuft's doch. Aber... Genau, so. Jetzt kann das Gelbe raus. Nein, nein, da wollte ich gar nicht drin. Ich wollte auf die andere Seite. So. Zack. Jetzt. Drehen wir. Ich habe das Gefühl, ich habe manche Sachen nicht benutzt. Habe ich den jetzt benutzt? Ist auch völlig egal, ne? Einfach nach oben weg. So. Okay. Zweimal Yelp, zweimal Blau. Einmal aufmachen. Oh. Einmal noch weiter aufmachen. Mach einfach alles, was geht, ehrlich gesagt. Hatte ich den schon aus der Mitte rausgeschoben? Was kam hier? Okay, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur drehen. Ach, der geht da runter. Okay, ich glaube, da muss erstmal gelb weg. Wie auch immer ich das schaffe. Mist, da kann ich nichts drehen. Ah, jetzt geht's. So. Und... Ja, das passt ja schon. Okay. Das ist alles ein bisschen mehr. Also, grün geht doch jetzt theoretisch. Grün geht doch jetzt theoretisch raus. Ja, okay. Ich glaube, ich muss immer nur hier frei machen. Ich hoffe, dass genau in der Mitte ist kein Lila. Da ist noch Lila. So. Okay, ich glaube, das ist wieder irgendwie simpel. Gerade, Moment, jetzt vielleicht, das machen wir als nächstes gelb. Nein, ich hab doch gar nicht, ich wollte nicht. Okay, das hängt irgendwo. Wo hängt denn das? Da. Erst blau. Das müsste man eigentlich nur von so hier betrachten, ne? Das ist egal, aber ich muss da frei machen, da frei machen, da frei machen. Ja, jetzt geht blau raus und jetzt geht. Geht jetzt gelb? Jetzt. So, jetzt geht gelb raus. Hui. Das ist jetzt wirklich ein bisschen wie ein Rubiks Würfel. Hat so eine Ähnlichkeit. Man muss auch jetzt auf verschiedene Ecken gucken. Nee, ich wollte den eigentlich rausbekommen, aber das geht ja nicht. Also, wenn ich da frei mache und da. Das geht auch nicht. Ja gut, also da muss man den Anfang finden. Das geht auch nicht raus. Bin mir noch nicht im Klaren, mit welcher Farbe ich anfange, deswegen... Weil man die jeweils andere... Ah doch, da kriegt man mal was frei. Jetzt hätten wir gelb hier frei und gelb da frei. So geht's, okay. Es sind ja immer nur, ja, zwei von jeder Farbe. So. Es geht blau. Jetzt, ich glaube, ich mache das mal so. Da geht lila und...
Jetzt geht hier lila. So. Und, oh Gott, jetzt muss ich ackern hier. Moment. Da weg, da weg, da weg. Grün geht raus und da geht grün raus. Okay. Schön, schön. Jetzt muss ich doch hier wahrscheinlich drehen. Ja, alles schön in die Mitte, würde ich mal meinen. Um ein Quadrat zu haben. Oh. Nein, ich wollte so. Okay. Das sind jetzt Einzelübungen. Die sollten nicht allzu schwer sein. Ja, also für Hardcore-Puzzle-Enthusiasten ist es vielleicht nix. So viel muss man... Warum drehe ich ausgerechnet den weg? So viel muss man schon zugeben. Nein, den hätte ich auch nicht wegdrehen sollen. Schneller Triggerfinger hier. Okay. Da haben wir... Ist ja interessant. Warum habe ich denn da zwei Hebel dran? Die bewirken doch das Gleiche. Wenn der eine mal zugemacht wird... So, gelb ist offen. Dann ist aber gelb da nicht offen. Na, schönen Dank. Wie geht's mit blau? Ach, du Schreck. Ach, diese klaustrophobischen Schieberätsel. Ich liebe sie. Vielleicht muss man erstmal alles... Scheiße, in der Mitte ist auch noch blau. Und man muss rausfinden, zu welcher Seite blau überhaupt will. Das ist ja mies. Also blau kann gedreht werden, aber eben auch nur hier irgendwie raus, nicht nach vorne oder nach hinten. Echt, findest du das hier fieser als Rubik? Also in dem Spiel ja noch nicht, aber es könnte natürlich vielleicht mehr bieten. Ich bin immer so gescheitert an diesem Zauberwürfel. Ich habe den auch nie lange probiert. Ich finde es so faszinierend, wie schnell einige Leute da sind. Das ist echt krass. Die sind ja wirklich so schnell wie eine Maschine. Es gibt ja irgendwie von Lego-Technik, haben die ja was zusammengebaut, der das mit einer Kamera analysiert und dann innerhalb von 2,3 Sekunden das Ding löst. Und das können ja Menschen auch ungefähr und ich check das echt nicht. Das ist unnormal. Da sieht man wieder, wie weit das menschliche Spektrum so reicht in Sachen Können, in Sachen Fähigkeiten und Training. Ah, so Leute, trinkt mal was. Der Trinkbot erinnert euch. Und jetzt will ich mal wissen, wohin ich hier raus soll, weil... Beziehungsweise, ich müsste ja... Dann ist doch der Pfeil da, genau. Der Pfeil ist auf der Seite. Das heißt, ich müsste... Hä? Das ist doch auch ein Block, der raus muss, oder? Das wird sehr schwer. Hier ist weiß. In der Mitte. Also da ist immer... Immer außen... Oh, jetzt geht's ja los. Da ist immer außen weiß. Ja, also kann ich doch... Muss ich doch erstmal das Weiße weghaben, um in egal welche Richtung das Blaue hier rauszuschieben. Muss man also mit weiß anfangen? Ach, weiß funktioniert ja einzeln. So, ja, okay, klar. Das heißt... das geht natürlich jetzt gerade mal nicht... Oh, Glückstreffer. okay, ist auch nicht so schwer. Man muss... Oh, doch. Moment, wo war der denn? War da nicht ein Pfeil gerade? Ach, da war der. So, hey. Hä? Hä? Ach, das ist der gar nicht. Moment. Der ist es. So, das heißt, der hat... Da komme ich jetzt nicht ran. Aber ich mache so langsam die Mitte frei. Ach, scheiße, da komme ich jetzt auch nicht ran. Da auch nicht. Jetzt, wenn ich jetzt den, Moment, den in die Richtung drehe, dann könnte blau da raus. Blau war nochmal wo? Blau war da. Und dann muss ich noch den hier wegbekommen. Was nicht allzu schwer ist. So, jetzt könnte ich, jawohl, blau da komplett rausbekommen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich... Nee, das geht noch nicht, aber wo könnte ich die drehen? Da. Wenn ich mal... Ups. Jetzt versagt mein Vorstellungsvermögen. Genau in die Richtung wollte ich ihn auch haben. So, jetzt kann ich die da raushauen.
Jetzt werden wir. Ich habe nicht so richtig Zugriff auf Gelb, würde ich sagen. Verdammt! Moment. Ich kann aber. Nee. Mal aufmachen hier. So, ich kann mal den drehen. Dass der jetzt hier abhaut. So, und dann ist doch die Frage. Geht dieser Weiß hier irgendwie? Ich kann jetzt auf jeden Fall darauf zugreifen und das ist dann hier außen und das wäre dann zum Beispiel hier so nach oben. Das müsste doch gehen. Jawohl! Ja, es stimmt schon, der Rubiks Würfel, der hat, da gibt es natürlich Taktiken, wenn man da so ein paar Sachen kennt. Aber das hat mich nie motiviert. So, was ist das denn hier? Ist das unabhängig von... Geht das überhaupt auf beiden Seiten? Ja, doch, oder? Nee. Interessant. Hier passiert nichts. Ich kann ja nicht beide... Doch, ich kann beide noch hin. Okay, kompliziert gedacht hier. Aber so richtig geht's auch nicht. Ach, die hängen ja gar nicht zusammen. Ich muss einfach nur beide Seiten anordnen. Okay. Ich dachte, Vorder- und Rückseite drehen sich. Aus irgendeinem Grund dachte ich das gerade. Das sah erstmal einfach aus. Aber nein. Okay. Wenn ich jetzt so... Ne, Quatsch, das geht ja gar nicht. Den drehe ich hier um die Ecke. Genauso wie die beiden. Mal sehen, ob das hier überhaupt zielführend ist, wenn ich erstmal alles Weiße weg habe. Weil schieben kann ich ja irgendwie noch nicht so viel. So... Ich würde sagen, jetzt löst sich Weiß auf. Nein. Achso, gut. Alles gut. Jetzt löst sich Weiß immer noch nicht auf. Scheiße. Mann, wie viele Ecken gibt es denn hier noch? Dankeschön. Okay, jetzt haben wir hier... Ach, wie schön. Das kann nicht so schwer sein. Raus damit, du Sau. Und was haben wir da freigelegt? Den. Okay. Mal den. Also die sind ja jetzt wirklich hier. Das sind ja nur so Einzelblöcke. Ah, okay. Weg damit. Was haben wir hier? Weg damit. Der hier stört noch. Der geht noch nicht. Der geht, wenn Gelb weg ist, offensichtlich. Da geht nichts. Ich drück mal. Ah, es funktioniert schon. Wie geil. Wo ist Gelb? Na, Gelb geht nicht. Man muss jetzt eigentlich nur das finden, was geht. Moment. Das kann ja nicht gehen hier, Blau. Halt, ich wollte den rausschieben. So, geht's jetzt? Es hat nur an einem gehangen. Okay, so. Und so. Da muss man auch gar nicht lange drüber nachdenken. Es ist wirklich, man kann schön rumprobieren. Oh, Herzchen. Was mache ich denn mit den Herzchen? Okay, jetzt muss ich nur die finden. Die, was? Nee, die hängen nicht zusammen. Also, die Weißen hängen ja wieder nicht zusammen. Okay. Ist das, zeigen die Herzen eine Richtung an? Nee, oder? Die machen auch immer... Nee, Moment. Doch, es ist die Richtung, glaube ich. Ja. Okay, die Spitze des Herzens zeigt dahin, wo es abhauen will. So, also es geht nicht. Nee, okay, das hängt jetzt... Ah, das hängt bei dem. Okay. Dann müssen wir mal gucken. In die Richtung geht's nicht. Ich würde sagen, nein, auch nicht. Okay, ich habe gerade auf Grün geguckt. Grün scheint nicht so recht zu gehen. Blau haben wir. Vielleicht das? Ja. Okay, das war das. Und jetzt müsste es so rausgehen. Nein, auch nicht. Okay, jetzt gucke ich mir nochmal Grün an. Ach, hier bei Weiß geht doch auch was. Grün jetzt in die Richtung raus und Gelb so und ja, passt. Okay, schön, schön. Disassembled heißt die Errungenschaft, die man sehen müsste und damit bin ich durch. Ja. Ich sag mal so, wäre eine vorsichtige
Empfehlung für mich, für Leute, die wirklich nicht die Hardcore-Puzzle-Enthusiasten sind, wie gesagt, sondern wenn man einfach mal so ein bisschen. Man hat es zwar hier nicht haptisch, aber wenn man mal so ein bisschen rumfummeln will, sage ich mal. So die digitale Version des analogen Rumfummelns. So müsste ich sagen. Okay. Oh, Farbe, immer wieder ein gutes Thema. Du schreibst es gerade, Burkhard. Das war schon schwer, ja, die Farbnuancen hier. Ja, also bei mir ging es noch, aber ich muss gerade mal überlegen, welche Spiele ich gespielt hatte, wo das nicht so hingehauen hat. Da gab es bestimmt irgendwas. Also ich habe mal You gespielt. Das ist ein süßer kleiner Puzzle-Plattformer, aber da waren die Farben relativ eindeutig und gut unterscheidbar. Wenn man es mal richtig fies haben will, dann macht man online so einen Test mit einer Farbskala, wo du wirklich eine Farbe hast. Oder fast eine Farbe. Sagen wir mal von Rot bis Orange, so die Abstufung. Da hast du da 20 Abstufungen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Aber das ist echt eine krasse Sache. Und da versage ich auch echt so heftig. Ist aber auch unglaublich schwer. Ansonsten, ich habe gerne mal Probleme mit Rosa, Lila, Pink, so ein Kram. Oder wann geht ein Blau oder ein Grün ins Türkis über und sowas. Das kann schon echt mies sein. Ich trinke nochmal was. Ja. Ich habe dann nur immer Probleme, wenn ich in einem Let's Play sage, das ist jetzt die und die Farbe. Und dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass irgendein Aufschrei kommt, gerne mal von Frauen, die Farben besser unterscheiden können als wir, die dann sagen, nein, das ist doch Terrakotta. Das sieht man doch ganz eindeutig. Dann hätte ich verloren. Also sind schon stärkere Farbsehprobleme bei dir, ja? Also es wird ja keine Rot-Grün-Schwäche oder sowas sein, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber ich denke auch, da ist jeder anders gestrickt. Der eine kann es halt ein bisschen besser sehen, der andere ein bisschen schlechter. Da gibt es viele, viele Abstufungen, bevor man es jetzt als Krankheitsbild bezeichnen müsste. Und es scheint bei dir schon ein bisschen stärker eingeschränkt zu sein. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn man da gehandicapt ist und dann kann man diese Spiele nicht spielen. Gerade bei Puzzlespielen. Und ich sag mal so, es könnte noch eins kommen mit Farben in diesem Knobelsommer. Gerade in Puzzlespielen gerne mal dabei die Farben, ja. Tiny Bang Story habe ich ja auch gespielt. Ist in der Mitte Farbabstufung zu. Das weiß ich gar nicht mehr. Da muss ich nochmal in Let's Play reingucken. Von mir gibt's keins. Ich habe es tatsächlich ohne Aufnahme gespielt. Zur Sicherheit. Weil bei so Suchspielen, ich weiß auch nicht. Ich meine, bei den Wimmelbildspielen, die habe ich eigentlich gerne gemacht, aber Tiny Bang Story habe ich mir irgendwie nicht zugetraut, weil da so kleine Puzzlespielchen drin sind, die schwer werden könnten. Aber im Endeffekt ging es doch ganz gut durch. Oder gab es da von dir ein Let's Play? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich habe es bei dir auf dem Kanal gesehen, ja. Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern, was da war. Aber Oxygen Not Included ist kein Rätsler, ne? Kein reiner Rätsler, glaube ich. Ja, es gibt so wirklich Handicaps. Da ist es immer nett, wenn der Entwickler an die Spieler denkt. Oder der. Ja, der Entwickler. Allein schon für Linkshänder was. Oder eben für Farbeingeschränkte. Es gibt ja sogar. Und das finde ich immer so absurd. Spiele für Blinde. Ja, ich meine, ich kann es verstehen, dass man die damit, nennt sich Inklusion sowas, dass man sie nicht ausschließen will aus dem Gaming, aber Gaming da ist so ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht, dass man was sieht. Nicht nur, weil es dann überhaupt spielbar ist, sondern weil Gaming ist halt ein visuelles Medium. Und wenn ich nichts sehen könnte, dann hätte ich doch gar keinen Bock mehr aufs Spielen, weil da würde so viel wegfallen, da würde mir das gar nichts mehr geben. Da würde ich irgendwie den ganzen Tag Hörbücher hören oder sowas. Oder irgendwas, wo in meinem Kopf was entsteht. Aber ob das dann ein Spiel schaffen könnte, nur aufgrund der Akustik, möchte ich ja fast bezweifeln. Aber ich bin zum Glück nicht in der Situation. Deswegen finde ich irgendwie faszinierend, dass es sowas gibt. Ist natürlich auch ganz nett und schadet ja auch keinem. Also mir als sehendem Spieler schadet es ja nicht. Insofern sollen sie es machen. Aber das sind auch eher wenige Spiele, die sowas anbieten, ne? Oder generell Handicap-Sachen. Ach so, da musste. Das ist auch immer blöd, ne? Wenn man so ein Projekt
dann begraben muss und genau bis zu dem Punkt eine Folge hatte und dann geht es einfach nicht weiter. Also das finde ich extrem ärgerlich. Also es hat mir noch nie ein Zuschauer übel genommen oder so und ich denke, das würde auch keiner. Aber man ärgert sich selber, dass man dann so ein Projekt nicht zu Ende bringen kann. Na gut, dann würde ich mal, obwohl wir heute noch sehr kurz drin sind, der Burkhard schreibt sich gerade die Finger wund, habe ich so das Gefühl. Dann würde ich trotzdem mal zum Ende kommen wollen. Wir haben jetzt erst 1:15 durch. Aber das ist doch mal ein gutes Kontrastprogramm zu Hexcells. Ich habe noch weitere Spiele in Planung für den Knobelsommer. Da könnt ihr sicher sein, habt ihr wahrscheinlich auch schon befürchtet. Und jetzt kommt ein bisschen die Abwechslung rein. Ne? Jetzt hat man heute was anderes, beim nächsten Mal haben wir wieder was anderes. Aber ich sag mal so, nachdem ich, wir sind ja jetzt in Folge 3, großzügig ausgedrückt, mit Anführungszeichen, also die 3 vorne. Nachdem ich mich an der 2 lange aufgehalten habe, kommt bei der 4 auch wieder was, was nicht in einem Rutsch erledigt ist. Ich gehe davon aus, so wie meine Planung ist, dass die 5 wieder schnell geht. Und sollte es noch eine 6 geben, dann wird die auch ein bisschen dauern. Dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja? Also jeder zweite dauert länger und jeder andere zweite geht etwas schneller. Gut. Was? Blumenkohl? Hallo? Habe ich dich verpasst? Hast du das Ende des Streams abgewartet oder jetzt erst eingeschaltet oder warst du die ganze Zeit still? Nee, The Impossible, nee, ich mag nicht. Das ist, ich weiß nicht, ich hab schon mehrere solcher Escheresken Spiele gesehen und mich nie rangetraut. Das ist echt, es ist schon cool, aber es wäre, ich würde so oft in Sackgassen laufen und es würde mich einfach frustrieren. Es hat nicht unbedingt nur was mit Trauen zu tun oder sich blamieren oder so, sondern auch, dass man selber den Spaß halt nicht dran hat. Ah, ich weiß nicht, nee, ich glaube eher nicht. Ich muss weg, ne? Ich bin hier raus heute. Habt ihr noch einen schönen Restsonntag? Viel ist ja nicht übrig. Und eine angenehme Woche. Die Temperaturen sind jetzt besser geworden. Ich muss mich ein bisschen ranhalten mit dem Knobelsommer, wie gesagt. Wenn da noch sehr viel kommt, dann schlittern wir straight in den Herbst rein. Dann wird es ein Knobelherbst. Im schlimmsten Fall. Gucken wir mal. Beim nächsten Mal gibt es was Neues. Lasst euch überraschen und dann sehen wir schon. Also bis dann. Ciao.